Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghostwire Tokyo. So, wir haben jetzt alle Nebenmissionen durchgeführt. Und jetzt widmen wir uns wieder der Hauptstory. Sehr schön, freut mich. Richtig genial. Denn wir haben ja hier einen Auftrag. Wir kürzen mal ab. Zack, zack. Mit dem Motorrad zum Schwarzen Turm zu reisen. Das ist ja kein normales Motorrad. Dafür mussten wir gewisse Teile und Schmierfette holen. Oder wie heißt das? Betriebshilfsstoffe. So. Da ist es. Richtig gut. Komm, die geben dir ab, die sechs Geister. Die juckt's mir gleich am Ohr. So, ja, möchten wir. Ganz ehrlich, ich bin ziemlich platt. Erstaunlich, dass du so viele Seelen retten konntest. Es bringt mich zum Weinen. Meist vor Freude. Okay, bin ich ja beruhigt, dass du meist zur Freude weinst. Über 100.000. Hey, stark. So, ich mache mich mal weg. Wir untersuchen. Wir wollen bestätigen. Viel Spaß mit der Sequenz. Eine kommt. Ups. Also dann, los geht's. Ja. Show ist noch nicht vorbei. Lauf! Kapitel 5. Trennung. Oder Geleck? Wir sind so weit gekommen. Wir gehen jetzt nicht mit leeren Händen. Ganz genau. Ich bringe Mari zurück. Geh zum Tokyo Tower. Ist das der da? Was für eine Motorradfahrt, voll krass. Kurze Frage, wie viele Gänge hat ein Motorrad? Ich bin kein Motorradfahrer. Mir kam das ein bisschen viel vor. Alter, Geleck. Oh, das Geld. Mal ganz kurz prüfen. Oh, ich glaube, wir haben doch noch nicht alles. Wenn das auch noch dabei gemacht. Holla die Waldfee. Dann erwartet uns einiges. Ach, ich wollte was anderes gucken. Ja, oh. 9 Stück haben wir schon. 40 Fertigkeitspunkte. Lass mal gucken.
Nee, ich möchte mal gerne bei Feuer gucken. Ah, Feuer haben wir schon komplett. Munitionsaufstockung wäre hier cool. Was kostet mich das? 3 von 3. Auch 2. 15. Okay. Shift. Ach, dass wir nicht mehr mit Pfeil und Bogen spielen können. Das ist ein bisschen traurig. Ja, erhöht das Tempo. Das wäre auch nicht schlecht, gell? Okay, müssen wir abwarten. Ich werde wieder sparen und sammeln. So, weiter im Text. Hey, du wirst langsam besser. Ach du dickes Ei. Okay, ob da jetzt eine Sequenz vonnöten war? Weiß ich jetzt nicht. Da ist einer. Ist das? Inko. Inko. Hier bin ich gestorben. Voller Reue. Aber dank euch kann ich das jetzt hinter mir lassen. Du gehst schon? Ich muss. Mich hält hier nichts mehr. Sorry, dass ich nicht bis zum Ende bleiben kann. Ist schon gut. Ich glaube immer noch nicht an das Jenseits. Trotz allem, was hier gerade passiert. Denn sollte es tatsächlich existieren, würden wir doch gern sterben. Lebe dein Leben. Koste es aus. Gehen wir, Partner. Erika war es also, die Rinko an unsere Welt gefesselt hat. Und jetzt ist alles erledigt, deshalb muss sie weiterziehen. Ah, wird das auch mit dir passieren? Vermutlich. Er hat einen Verbündeten verloren. Nachrichtenentwurf. Es war alles meine Schuld. Es tut mir so leid. Das Geld schon auf der Straße liegt, lassen wir es nicht einfach so verkommen, ja? Da hast du eine Melone. Oh.
Hast du nicht gesagt, er will seine Familie zurückbringen? Du hast ihn doch gehört. Für ihn sind Körper nur Hüllen für die Seelen. Nichts als Schachfiguren. Wir müssen also gegen sie kämpfen. Ja. Wer sich uns in den Weg stellt, hat Pech gehabt. Oh, Alter, ihr! Ja. Free Devil, wer bist du denn? Los geht's! Autsch, autsch, autsch. Du musst ihn jetzt da. Ich möchte nur, dass du schmerzvoll. Muss auf die Lebensanzeige ein bisschen achten. Oh, oh. Wohl Erinnerung. Mama ist zwar weg, aber ich bin immer noch hier. Mach dir bitte keine Sorgen, Papa. Erika, deine Mutter hat uns nicht wirklich gehört. Mein Mann hat meinen Tod. Autsch! Sag mal still. Nimmt sie sich selbst die Schuld? Oh, ja, genau. Beim Heilen, ne? Stirb doch. Zu deinem Besten. Es war seine Stimme. Übernimm diese Hilflose. Na, komm runter. Ekelhaftes Vieh, oder? Was zur Hölle will der Typ denn eigentlich? Hab nicht die leiseste Ahnung. Ich schäme mich nicht wirklich um sie, aber bereiten wir ihrem Leid ein Ende. Ich gehe nirgendwo hin, bis wir den Freak erledigt haben. So lange bleibe ich noch hier. Du willst einfach nur deine Familie beschützen, oder? Du bist ein guter Vater. Naja. Wenn wir einmal drin sind, gibt's kein Zurück. Bereite dich gut darauf vor. Bereite dich gut darauf vor, ja. Aber wie ekelhaft das Viech war, voll gut gemacht. Das ist doch keine Zündung, oder? Okay. Ach, da kommen wir nicht rein. Kann ich nicht aufheben? Wir heilen uns mal kurz. Okay, da geht's nicht mehr weiter. Sehr stark gemacht, also die sehr interessante Charaktere oder Figuren. Da wäre noch eine Miezekatze. Ah, warte mal, Miezekatze. Hört's mal mit ihr. Ich hätte gerne noch ein paar Pfeile.
Heile. Kann ich aufnehmen. Merci. Habe ich einen Besitz? Fünf, okay. Räubungstalismane. Die verwende ich eigentlich so gut wie gar nicht, gell? Lass mal das aber gut sein. So, und jetzt gehen wir rein. Gutes dabei? Denke schon. Brauchen wir noch was aus der Stadt? Ich guck nochmal. Nee, sieht eigentlich gut aus, ne? Ja, schaut erstmal soweit gut aus. Zurück. Aber ich speichere nochmal vorher. Warte. Speichern? 41. Mal, jawohl. So, jetzt gibt's keinen zurück. Wir gehen rein. Okay, gehen wir. Achso, ich dachte, da kommt nochmal eine Szene. Aber das kriege ich in dem Spiel überhaupt nicht hin. Sind hier auch alle verschwunden? Der Typ muss hier irgendwo rumlungern. Gehen wir nach oben. Oh, das wird... Kommt her! Findet Erlösung! Kommt her! Fürchtet keinen Verlust! Kommt her! Fürchtet nicht den Tod! Kommt her! Empfangt Würde! Kommt her! Empfangt Freude! Kommt! Kommt! Kommt alle zu mir! Steht an meiner Seite! Auf dass ich euch alle erlösen kann. Ja, der ist doch nicht ganz sauber, der Typ. Willst du hin? Wir müssen nach oben. Ja, jetzt warte mal. Ich muss mal ganz kurz was prüfen. Ich muss mal was essen. Inventar. Hier, die Mondzeug. So. Da nicht hoch. Ah, okay, ich muss da hoch, da wo frei ist, okay. Ja, schwebende Regenschirme. Marie. Marie, was soll ich tun? Akito, du hast mich schon völlig vergessen, oder? Das sieht dir ähnlich. Es geht dir nur um dich. Nur nicht, dass ich deinetwegen sterbe, oder? Was ist los? Da war diese Stimme. Sie klang wie Mari. Sie wollen dich nur durcheinander bringen. Hey, was jetzt? Akito. Akito! Gehen wir. Mari, denkst du das wirklich? Lass dich nicht verarschen. Ich wollte es gerade sagen. In deinem Kopf. Das ist nicht wahr. Nein. Akito, komm zu dir. Ein Glück, dass wir der Spieler sind, weil wir gehen eiskalt da hoch.
und holen unsere Schwester und retten oder helfen KK. Was soll denn da immer diese Mickey-Maus-Scheiße? Tokyo Tower. Okay, ich drücke erstmal einen Knopf. Auf den Klamotten. Aussichtsplattform, auf geht's. Du hast mich einen guten Vater genannt. Davon bin ich aber weit entfernt. Ich dachte, wenn ich mich in die Arbeit stürze, könnte ich so meine Familie beschützen. Tja, ich habe mich zu Hause kaum blicken lassen. Wir waren eigentlich wie Fremde. Zum Schluss hat mein Sohn nicht einmal mehr meine Geschenke angenommen und interessierte sich auch nicht mehr für diese Supersportwagen. KK. Aber diesmal werde ich nicht davonrennen. Ich werde sie beschützen, koste es, was es wolle. Mari! Diese Puppe konnte mir also nicht einmal etwas Zeit verschaffen. Du Arschloch! Der Tod des Körpers ist etwas ganz Natürliches. Und indem wir unsere Seelen von ihren sterblichen Hüllen befreien, nehmen wir unsere wahre Gestalt an. Von mir aus red dir den Scheiß ein, wenn du willst. Aber wenn du Unschuldige mit reinziehst, dann gehst du zu weit! Die Menschen wollen die Wahrheit nicht sehen, wenn sie mit ihr konfrontiert werden. Jedoch wirst auch du bald verstehen, wie bedeutungslos diese irdischen Gefäße wirklich sind. Lass die Finger von mir! Ich habe jetzt genügend Seelen gesammelt. Mit ihnen werde ich die Barriere zwischen Leben und Tod zerstören. Deine Schwester ist das letzte Puzzleteil. Der Pfeiler einer neuen Ära. Du solltest dich glücklich schätzen. Lass sie endlich in Ruhe! Wenn die Barriere fällt, kündigt dies die Wiedergeburt der Welt an. Und dann erschaffe ich ein neues Paradies, wenn auch ein bescheidenes. Ein Ort, an dem die Seelen meiner Frau und Tochter auf ewig erstrahlen werden. Das lasse ich nicht zu! Mir kam soeben eine wundervolle Idee. Ich werde auch für dieses Mädchen ein Paradies erschaffen. Ein solch starker Geist wie ihre ist wahrlich selten. Vielleicht wird sie diese neue Welt sogar anführen. Eine neue Maria für eine neue Ära. Nein, eine neue Eva. Schluss mit diesem kranken Scheiß! Du bist völlig wahnsinnig! Bin ich das? Hast du sie gefragt? Was macht dich so sicher, dass ihr Geist in diese Hölle zurück möchte? Deine Schwester unter all diesen Verbänden, kannst du dir vorstellen, was sie erleidet? An diesen Körper gebunden zu bleiben, verlängert nur ihr Leid. Das kannst du nicht wissen. Hey, hör nicht auf diesen Bullshit! Töte ihn jetzt oder die Welt ist verloren! Akito, reiß dich zusammen! Die Zeit ist nah. Die Welt steht vor einer großen Veränderung. Eine neue Ära beginnt! Ah!
sich mein Traum erfüllen. Steh auf, ihm nach! Mari, was soll ich tun? Du lässt ihn in deinen Kopf! Weiter! Na los! Hoch mit dir, oder du bist auf dich allein gestellt! Ist das echt alles, was du drauf hast, Akito? In den Arsch. Komm mir bloß nicht in die Quere, Akito! Du hast also Angst, hm? Davor, was sie denkt. Davor rauszufinden, dass das hier alles umsonst war. Du hast Angst vor der Wahrheit. Was weißt du schon? Nichts. Nicht mal, wie es meiner eigenen Familie ging. Deshalb musst du das selbst herausfinden. Keke. Ich gebe jetzt nicht auf. Bist du dabei? Bin ich. Auf geht's. Ich frage sie selbst, ich sterbe. Nicht heute! Euer Berserker. Ich bin dein Arsch. Bis zum bitteren Ende. Sie wollen. Der ist so hart wie ich. Aber ich sehe das durch. Nein! Ich bin meine Familie. Autsch. Autsch. Ich hänge, warte mal. Ich bewege mich. Ja. Ihr wollt nicht verarscht. Wir sterben heute nicht, haben wir gesagt. Ey, ich bin gesprungen. Den Kern. Ja, ah. Keke. Das ist jetzt anders. Jetzt habe ich dich. Ja, das hast du. Servus. Hey, nein. Nein! Der wurde aus mir rausgerissen! Hopp! Ich drücke. Halt! Autsch! Warte mal! Ich weiß es nicht! Ey, fix! Ich weiß es nicht! Alles verloren! Einfach alles! Aber gerade das sollte dich antreiben. Ich werde nicht mit leeren Händen antreten. Das ist das, was mich hier noch hält. Akito! Los, ich dich! Alter! Was für ein Kampf, echt schwer. Oh, ho, ho, ho. Ich mach das.
wusste, ich lebe gefährlich, aber dass ich mich mal umbringen würde... KK. Gehen wir. Zeit für einen Abstecher in den Abgrund. Alles klar. Na dann! Mission beendet, Tokyo Tower.